Hallo und willkommen bei der Sky zu dieser späten Stunde, obwohl ich das, denke ich mal, morgen hochladen werde. Also ist es eigentlich relativ egal, wann ich jetzt aufnehme. Aber gut, mit dabei sind diesmal im Channel jedenfalls Dark Venom Hunter, der gerade CSGO spielt. Hallo. Dann der Emra Boy, der mit mir Colony spielt. Hallo. Und dann noch der Sohn XHD. Hallo. Ja, eigentlich müsste man so sagen, wenn ich dich vorstelle, muss ich einfach sagen so, halt's Maul, hallo Leute. Ja, okay, mal gucken, was haben wir hier. Oh, ach genau. Stimmt, ich habe hier Kohle, da kann ich mir direkt was zu essen braten, weil ich habe nur 3 Keulen. Und wäre vielleicht ganz cool, wenn ich was hätte. Über Zeit kann ich. Ach genau, wo bin ich hier überhaupt? Ich bin ja gerade ein bisschen durcheinander. Ich bin gerade dabei, hier mein. Ich weiß noch gar nicht, was es werden soll. Also auf jeden Fall stehen hier die Öfen. Und ja, irgendeinen Raum zu bauen. Ich bin in meinem Haus, ich habe schon mega weitergebaut. Also letztes Mal habt ihr gesehen im Livestream, wie ich dann, oder in dem hochgeladenen Livestream, sage ich mal so, wie ich dann hier das Haus etwas weitergebaut habe. Ich habe relativ viel Offscreen gebaut. Jetzt bin ich hier in meiner Hütte. Ich zeige euch das gleich ganz, also, Moment, ich zeige euch das gleich ganze Mal. Alles klar, ich zeige euch das gleich ganz mal. Nee, ist auch scheiße, Mann. Egal, ich bin zu blöd zum Reden. Hier habe ich mein Vorratslager gebaut, aber das ist auch noch nicht ganz fertig und noch gar nicht sortiert, wie ihr seht. Ist hier nichts zu essen? Außer die Möhren. Hä? Ich will hin. Ah, hier Hühnchen, okay. Das nehmen wir mal mit. Mhm. Guck mal hier, das da, das behalte ich mir, oder das bewahre ich mir für den Jesper auf, den werde ich dann in die Luft sprengen. Aber pst. So, okay. Wo sind wir? Ich muss natürlich wieder den Ofen einheizen, um dieses Hühnchen zu bekommen. Aber ich denke mal, ich kann euch erstmal das Haus zeigen. Also hier ist meine Abstellkammer, da oben das Wasserleck wird noch behoben. Hier tropft es nämlich ganz schön runter und das produziert ja Schimmel, kann man sagen. Ne? Hier sind meine Kühe, die da schon alle gierig rauskommen. Oder rausgucken. Kommen zum Glück nicht. Ich habe die schon ein bisschen gemästet, sind auch schon ein paar geworden. Ihr wisst das ja, 100% Inzuchtqualität. So, ne? Und ja, hier baue ich dann noch einen Weg. Habe ich den überhaupt gebaut oder wurde hier? Nee. Keiner traut sich, mein Haus zu creepen, das sage ich euch jetzt schon. Okay, auf jeden Fall, hier ist mein Bett. Das steht mitten im Raum, weil ich brauche meinen Platz, ne? Hier regnet es natürlich. Hier auf der Seite nicht. Also hier ist so genau die Regengrenze eigentlich. Ich muss es euch mal zeigen. Hier, also da regnet es und auf meiner Seite nicht. Das ist geil, oder? Warte, das lese ich mir gleich durch, aber ich will kurz was zu essen vorher holen. Also ihr seht schon, hier ist relativ alles soweit weit ausgebaut. Mein Schlafzimmer oben noch nicht. Das ist nämlich oben, das zeige ich euch gleich auch mal. Ist aber ein bisschen klein geworden, weil ich will noch einen riesigen Garten machen. Ich will nur nicht zu groß bauen. So. Hier war was. Was ist denn das? Da bitte, Boy. Hoffe, du machst ganz Tolles und Buntes draus. Hab ich mit ganz viel Mühe dir gestern aus dem... Okay, alles. Weißt du, es gibt so Leute wie Handling. Und diese Leute, die haben ein Problem. Ich lasse mich nicht auf dieses Niveau herunter. Ich tue jetzt hier keinen Beleidigen. Nein, mache ich jetzt nicht. Was ist denn hier drin? Oh, er hat mir Akazienholz gespendet und Weizenkörner. Danke erstmal an der Stelle an Handling. So, auf jeden Fall, danke erstmal für das Akazienholz. Und das sammle ich jetzt auch mal auf. Wie viel ist es denn? Ah, der hat mir schon relativ viel gegeben. Also 2 Stacks, danke erstmal an der Stelle. Ich brauche natürlich auch sehr, sehr viel. Die Kiste, die gönne ich mir jetzt auch erstmal. Immer diese Leute mit ihren Farmsklaven. Wie ihr bei mir sehen könnt, muss ich alles von Hand machen, während Sky es liebevoll in den Arsch geschoben bekommt. Na, eigentlich stimmt das gar nicht. Also hier laut den Schädern hat er es sich aus den Anus gezogen, um es mir dann wieder in den Arsch zu stecken. Ja, das steht hier auf den Schädern. Ich kann nichts dafür. Gut. Auf jeden Fall, ja, wir brauchen hier ganz viel Holz. Zum Beispiel für hier diese Sache. Und da hinten war übrigens auch Emra. Ich bin nur eiskalt ignoriert, weil der Schweizer ist. Nein, Spaß. Ja, Emra, wie findest du bisher mein Haus? Ehrliche Meinung, was soll ich verbessern? Was soll das? Ich finde das gut. Noch. Noch. Ich bin mal gespannt, was aus seinem Haus wird. Ich zeige euch das gleich mal. Das ist eine ganze Blamage, die er sich da geliefert hat bisher. Ist das nicht wieder schön asozial gewesen? Ich, 5 Stunden lang bin ich im Nether gewesen am Farmen. Meine Augen tun weh. Oh, das kenne ich, ey. Deswegen spiele ich nicht so oft jetzt am Stück Minecraft. Ach, übrigens, hier, das ist mein Bad. Also, hier habe ich erstmal eine unendliche Wasserquelle in der Workbench, weil ich es kann. Und hier ist mein Bad. Das kann man dann nachher da verschließen, aber im Prinzip kann man hier so schön rausschwimmen. Ich werde aber hier noch eine kleine Rutsche bauen ins Meer.
oder in den, ja doch, im Prinzip ist das ja hier mehr, es ist ja kein See, obwohl ich das da vorne auch zubauen könnte, aber da muss ich erstmal fragen, ob ich das im Sinne auch von Handling machen darf, weil der ja hier auch ein Anrecht hat, weil er da hinten baut. Aber im Prinzip ist es ja weit weg. Aber ich sag mal so, die Leute können drauf gucken, deswegen bin ich so sozial und frag die. Ich gehe mal zu seinem Haus. Mal gucken, was er sich da geleistet hat. Es soll ja ein Hochhaus werden. Noch ist es relativ klein, aber er hat mir gesagt, so insgeheime, er will wohl. Ah, guck mal. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Briefing. Nee, der hat hier einen Braustand. Darf der das überhaupt? Was? Darf ich mal sehen? Ich sehe nichts. Hier, Braustand. Oh. Also, das ist... illegal. Das ist illegal. Man darf kein Getränke machen ohne eine Genehmigung. Oh, dann tue ich das erstmal gleich konfiszieren. Womit tut man das am besten abbauen? Mit Spitzhacke, glaube ich. Spitzhacke? Sicher? Nein. Ah, scheiße. Ich mach's... Ja, Guck mal bitte im Internet nach. Man platzieren. Ah, danke. Okay, es hat funktioniert. Okay, ich würde... Aber ich bin ja nicht so ein Arschloch. Ich stopfe natürlich das hier, damit es gegen Griefing geschützt ist. Und damit es hier, so, bisschen so... Ey, finde ich nicht nett. Also, ich bin zwar keine Polizei, aber ich konfisziere das Ganze jetzt mal. Okay. Du kannst gerade mir geben. Ja, nee, ich passe da lieber selber drauf auf. Nee, ich vertraue dir nicht. Das ist asozial. Nee, bitte, dann, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, bitte geh. Los, weg. So eine asoziale Sache, ey, der will nichts mehr. Der vertraut mir nicht, ist unglaublich. Verstehe ich gar nicht warum. Aber Weed darf man ja anbauen auf seinem Grundstück. Was darfst du anbauen? Weed. Ja, Weed darfst du anbauen. Sowohl das eine als auch das andere. Smoke Weed every day. Ja, Mann. So, ganz im Ernst. Zum Glück verhindere ich, dass weitere Leute eben sowas machen können. Und ich meine, ja. So, ich denke, wir haben das Problem gelöst. Ah, das ist schon ganz schön asozial, aber egal, macht nichts. Ich bin ja hier nicht korrupt oder so. Korrupt wäre ja. Ey, du kleiner Sack, Alter. Erzähl dich von meinem Grundstück. So, behalte ich alles. So, hast du davon. Weißt du, korrupt wäre ja nur, wenn ich mich von irgendjemandem bezahlen lasse, ja? Aber das stimmt ja nicht. Das Problem habe ich nicht. Jetzt gehe ich mal zu Emra, seinem Haus. Das ist so oben auf dem Berg, ne? Na. Ich bin noch im Bau. Was bist du? Noch im Bau. Willst du nicht, dass ich zeige? Ja, kannst zeigen, aber ich sag jetzt schon, dass nur in Alpha-Version. In Alpha-Version. Ja, okay, dann gehe ich mal hoch. Ich meine, hättest du jetzt Nein gesagt, hätte ich es natürlich noch nicht gezeigt. Ich gehe generell jetzt gerade mal rum. Also die Episode kümmere ich mich jetzt einfach darum. Sachen? Hä? Wo ey, warte. Meine Sachen? Warte. Hey. Metren. Oh, ich stehe kurz vorm Uprank wahrscheinlich, weil wir haben zwei Spieler drin. Das ist gut. Nice. Das erklärt hier ist, auch, ist hier der Eingang? Kannst du mal kurz aufmachen? Vorne. Achso, okay. Oder habe ich noch ein bisschen? Nee, hab ich nicht. Okay, easy. Dann gucke ich mal davor. Ich bin auf dich gefallen. Ach, da ist der Eingang. Irgendwie habe ich keinen Schaden bekommen. Ja, keine Ahnung, weil du auf den Speck gefallen bist. Ach, was sehe ich denn hier? Ach du Scheiße, ist hier illegales Zeug. Krass. Oh ja. Ach du Scheiße. Ist das hier Kakao? Nein. Was ist das hier nochmal? Warum? Ja, ich gehe. Weißt du was? Ey. Weil ich es gerne wissen will, das ist Kakao, oder? Nein, das ist ein Kürbiskern. Ach so, Kürbiskerne, okay. Ach genau, stimmt, Kakao sieht ja anders aus, so braun, ne? Okay, jetzt nicht falsch verstehen. Gut, ja, sieht bisher ja hier oben ganz schön nach Farm aus. Mal gucken, ob man das hier kaputt machen kann. Ist Sky der kleine Creeper. Ist Sky geschützt. Ist Sky geschützt, genau, Anti-Sky. Also darf ich meine Sachen wieder haben? Ah ja, klar, du hattest... Ich hab nichts von dir. Hier das ist ein kaputtes Schwert. Die Spitzhacke war auch dir, ne? Ja. Das hier. Und ich hatte noch Erde. Nein, ja. Ich hatte noch Erde. Pfeil hatte ich nicht. Ganz viel Erde hier. Die Erde brauchst du sowieso nicht, also ist alles kein Problem. Guck mal bei der Sohne vorbei. Hallo. Der Sohne, also das Haus sieht schon mal sehr, sehr gut aus, finde ich persönlich. Schon mal besser wie Emra seins. Noch. Wieso ist die Lava da? Keine Ahnung, einfach so.
Ja, und was willst du jetzt machen? Was willst du machen, um mich aufzuhalten? Ja? Aha. Ich hab eine Idee. Mist, das geht nicht. Mist, ich wollte das gar nicht machen. Ich wollte dich nicht da reinschubsen. Warte. Jetzt gehe ich mal zu Chipsy, der war ja heute auch schon online. Danke. Guck übrigens mal auf seinen Kanal vorbei. Unten in der Beschreibung ist er natürlich verlinkt, weil er in meiner Episode vorkommt. Aha. Da macht er Cross-Promotion und hier nicht. Alles klar. Ja, du kommst auch noch vor, wenn ich dein Haus finde. Keine Sorge, ich mache hier natürlich für jeden Werbung. Oben natürlich in der Infobox steht auch alles drin, verlinkt, da könnt ihr direkt auch klicken. Ja, jetzt habe ich erstmal Gehirn aufgesammelt. Right. So, Briefkasten von Chipsy. Oh, der hat einen Briefkasten, den muss auch noch einbauen. Das ist das Wichtigste, damit ich irgendwelche pornösen Spenden bekomme. Und der hat sein Haus nicht gesichert, das heißt, es ist kein Einbruch. Ah ja. Oder ist es grob fahrlässig? Oh, das ist ja interessant, was gibt's denn hier unten? Oh, das ist schon wieder asozial. Ich gehe hier in Bereiche, wo ich nichts zu suchen hätte. Der will sich wohl hier einen Keller bauen. Okay, da habe ich aber nichts. Was zum... Ernsthaft jetzt? Wann bekommt man eigentlich den YouTuber-Bonus an Coins? Ja, auf Seite. Okay, danke. Mann, du willst. Mann, ey, was ist denn hier los? Da oben. Ach, Mann, ey, das ist aber auch... Also, Chipsy, wenn du das Video siehst, schäm dich. So eine Konstruktion, ey. Das ist aber echt... verdammte Scheiße. Ey, was ist das denn? Warte, was? Ich mach's anders. Komm mal weg. So, jetzt hast du ein Problem. Nee. Hey! Hast du das gesehen? Guck mal, der creeft dein ganzes Haus ein. Der creeft dein ganzes Haus. Genau. So. Ja, ich gehe jetzt aber nicht hier, weil, obwohl ich. Oh ja. Ja, doch, ich geh hoch. Ist ja kein Einbruch. Ja, ist es. Doch, ist es Einbruch, aber es ist gut fahrlässig. Legal Einbruch. Chipsy, falls du das siehst. Emre wartet schon auf dich hier. Ah. Alles klar. Gut, ich gehe wieder runter. Ich nicht. Ich warte auf Chipsy. Also sonst ist hier alles protected, finde ich gut. Bitte protecte deine Türen, weil und ja, ich sag mal generell alles, weil das ist schon ein bisschen, ich sag mal, nicht so schön, wenn ja die ganzen Leute hier reinkommen. Ich meine, für dich, also mir, für mich ist das schön, ja, weil ich natürlich alles zeigen kann und alles sehen kann und creepen kann und so. Aber für andere, wie für dich, ist das natürlich blöd, weil dein Haus gecreeft werden kann. Fuck, Mann, nein! Apropos creepen. Heute oder gestern wurde Chipsy sein Haus verbrannt. Chipsy sein Haus von mir? Achso, war das nicht Gaming und so, Gaming Cat Gaming. Und so weiter? Ja, aber ich wollte den Namen nicht. Ja, der hat von mir Pferd geklaut. Ach stimmt, deswegen haben wir dich ja auch gebannt letztes Mal, gell? Weil du sein Haus voller Lava gemacht hast. Ja. Als Nacht für das Haus. Okay, was haben wir hier? Hier wohnt Zocker KR. Oh, ist sogar im Berg drin. Ah nee, warte, der hat sich hochgebaut. Also Zocker, ey, der hat es auch nicht gesichert, ey, was ist mit euch los? Doch, sorry. Ich hab gedacht, bei Linksklick kann man nur sehen, ob es gesichert ist. Tut mir leid. Okay, Zocker, warte mal. Ich will da eigentlich hin, weil das, warte mal, ist das ein Aufzug? Ja, der hat einen Aufzug gebaut. Das sieht schon interessant aus, das Haus. Ich gehe mal hoch und gucke einfach mal an, was da ist. Aber ich muss auf die Zeit achten. Also Zocker KR nimmt nicht für YouTube auf. Oh fuck, achso, das bist du. Ich würde dich gerade schon schlagen, Alter, aber ich gedacht, du wärst ein Skelett. Brutal. Der sieht etwas so aus. Ja, irgendwie schon. Didims. Nee, also, er macht kein YouTube, deswegen muss ich auch nichts sagen. Andererseits kann ich aber auch sagen, das ist sein Haus und Schande über ihn. Hier hat er einen See. Oder vielleicht sein Uringarten, ich weiß es noch nicht. Aber ich gucke jetzt mal in das Haus von ihm rein. Mhm. Leute, Essen. Ich bin in Chipsy sein. Und schon gespawnt, weil ich da geschlafen habe. Sammel mal dein Zeug nicht auf. So, okay. Oh, hier ist ein Skelett und ich bin fast down. Bam. Okay, hier wohnt, lass mich gucken, an der Kiste. Ah, das kann man gar nicht sehen, ne? Ja, Chipsy, nee, warte. Tassenkuchen wohnt hier, genau, Tassenkuchen wohnt hier. Ja, so sieht's aus, Leute, Tassenkuchen wohnt hier. Da hinten ist eine Kuh, ich brauche mal was zu essen. Da unten ist ein Enderman, aber ich brauche die Kuh. Und diesen Zombies. Warte, vielleicht kriege ich ja... Oh, hier ist Hörn, nice. Oh, scheiße. Ah, fuck. Nein, ich bin tot. Scheiße. Ja, Mann, ich bin tot. Alles klar, schon wieder, Alter. Das geht immer so weiter, ey. Krass. Okay, macht aber nichts. Ich denke mal, ich habe genug Häuser für diese Episode gezeigt. Dark Van Hunter, wo hast du überhaupt dein Haus? Das werde ich dir gleich auch zeigen. Ich glaube, das wirst du dann in der nächsten Episode dann auch zeigen, weil ich glaube, ich nehme jetzt noch mit auf.
Alles klar, okay. Ich mach vielleicht direkt eine Episode hinten dran noch. Obwohl, nee. Nee. Das Problem ist, wenn ich so viele Episoden aufnehme, komme ich nicht mehr nach, das hochzuladen. Und ich sag mal so, dann habe ich viel zu viel, weißt du? Ja gut, dann kannst du bei mir als Gast halt mal mit kommentieren. Obwohl, ich kann das natürlich auch zusammenschneiden. Leute, was haltet ihr davon eigentlich, wenn man Videos so relativ zusammenschneidet? Gut. Gut, meinst du? Ja. Es macht dann spannend. Wenn du halt dir den Aufwand machen möchtest. Ja, ich meine, für eine Episode, dann schneide ich gerade das Beste zusammen und dann mache ich gerade noch eine. Dann mache ich ein paar Minuten von der Episode hier. Da kann ich auch übrigens mal dieses komische, ich sag mal, diese seriösen Leute, die letztes Mal hier irgendwie den Teamspeak besucht haben, mal ja, zeigen. Das waren so ganz seriöse Leute, die ganze Zeit irgendwie, ja, also sie waren lächerlich, kann man direkt mal so sagen, ne? Die waren lächerlich. Lächerlich! Ich will dazu gar nicht mehr sagen, sonst ist die Überraschung ja weg. Guckt euch einfach selber an, nächste Episode. Und damit würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Wenn ihr wollt, hinterlasst ein Abo oder ein Like, wenn es euch gefallen hat, natürlich. Wenn nicht, ey, Verbesserungsvorschläge sind immer geil. Und ich denke mal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann, ja, dann kommen keine Verbesserungsvorschläge. Dann kommt hoffentlich nur ein Like, ich glaub's ja nicht. Ach, übrigens, dieses komische Intro- und Outro-Ding, was ich da gemacht habe, also dieses Zwischen-Cut-Ding, wo steht, abonniert, jetzt mach schon und sowas, das ist nur sarkastisch gemeint, ja? Manche Leute glauben ernsthaft, das ist ernst gemeint. Nein, das ist nur sarkastisch gemeint. Okay, und damit haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.